Hallo Leute und herzlich willkommen zu Folge 5, zu Rennen 5. Boah, Wahnsinn, mittlerweile Rennen 5 schon der Solo-Karriere auf meinem Kanal Hawk2Bay, auf meinem YouTube-Kanal. Und wir sind in Richtung Miami Grand Prix unterwegs. Eine neue Strecke, keiner weiß Bescheid, keiner hat Daten, nichts ist da, sehr, sehr interessant. Und starten wir rein in die Folge. Aber an diesem Punkt nochmal, kommentiert immer am Anfang des Videos, was wir in der nächsten Folge verbessern sollen. Ich verbessere jetzt auf jeden Fall den Antrieb, weil in Folge 4 unter den Kommentaren der Antrieb sich gewünscht worden ist. Jetzt wird der Antrieb auf jeden Fall verbessert. Und falls euch diese Serie hier bzw. diese Folge der Solo-Karriere gefallen sollte, lasst ein Like da. Subscribe kostenlos zum Kanal, das ist wichtig. Es ist kostenlos. Und kommentiert für den Algorithmus. Lass uns starten jetzt, rein da. Okay, ich lese euch das einmal vor, weil das ist auch das erste Mal, dass ich das mache. Wenn das bei Vertragsverhandlungen beschlossene Gehalt das Grundgehalt eines Fahrers übersteigt, wird der Überschuss in seinen Bonusfonds eingezahlt. Die Boni bleiben den Fahrern erhalten und erhöhen ihren Wert für die Teams. Mit dem Geld in deinen Bonusfonds kannst du Alter, kannst du Verbesserungen deiner Fahrerboni kaufen. So, Social Media Team, Leistungsanalyse, Entwicklungsfeed. Fahreranerkennung wird um 10 erhöht wegen Social Media. Motorabnutzung wird um 10 reduziert. Ressourcenpunkte Einkommen wird um 10% erhöht. Es wäre wahrscheinlich erstmal am sinnigsten, das günstigste zu nehmen und die Motorabnutzung zu reduzieren. Oder dann doch lieber plus 10 Erhöhung. Ressourcenpunkte Erhöhung, ja. Ist am sinnigsten. Gehen wir da einmal nochmal auf die Saisonergebnisse ein. 11, 6, 10 und 8. In Imola war ein sehr, sehr turbulentes Rennen. Haben Charles Leclerc da noch verteidigt. Wahnsinn auf jeden Fall. Das war sehr, sehr geil. Schaut euch an dieser Stelle auf jeden Fall Folge 4 nochmal an. Sind auf Platz 9 zurückgefallen. Und auch in der Konstrukteurswertung sind wir auf Platz 6 zurückgefallen. Also wir müssen uns ranhalten hier. Bei den Rivalen haben wir gegen George Russell etwas alt ausgesehen jetzt in der Vergangenheit, aber hoffen, das in Miami zu ändern. Die Fahrerdetails mag vielleicht auch der ein oder andere etwas interessant finden. Gefahrene Runden 71, Durchschnittsplatzierung immer noch auf Platz 8. Grid-Durchschnitt auf Platz 13 gesunken. Das war Platz 11 in der vorherigen Folge. Gefahrene Kilometer gestiegen auf 440 Kilometer. Gesamte Punkte sind 13. Und ja, ansonsten gibt es hier halt nicht wirklich viel zu sagen. Wir simulieren erstmal ein bisschen vor. Sehen hier auch die Einrichtung. Yes, das ist immer wichtig. So, gehen wir jetzt auf die F und E und jetzt können wir wahrscheinlich was verbessern. Jawohl. Kraftstoffeinspritzungssystem wird verbessert. Miami, Runde 5, Rennen 5. Neue Strecke, neues Terrain. Eine Strecke ums Hard Rock Stadium von den Miami Dolphins. Mega geile Strecke. Wird nur aufgebaut, wenn der Grand Prix stattfindet. Also das Ganze werdet ihr wahrscheinlich jetzt so in der Form mit dem Layout nicht mehr finden. Da sind wir am Arbeitsplatz. Und starten mal rein und gehen sofort einmal in die Nachrichten. Wochenendvorschau, Entwicklung abgeschlossen, das ist schön, das ist sehr, sehr schön. Und Rennen soll regnen. Eieieiei, das wird sehr, sehr ekelig. Im Rennen soll es regnen. Let's go, Blitzquali startet jetzt. Ne, der Alpha ist nicht schnell genug. Der Alpha ist nicht schnell genug, P15 nur. Aber wir sind vor unserem Teammate, das ist wichtig. Welcome to the Magic City. We're here at the Miami International Autodrome, the home of the Hard Rock Stadium, a Hard multi-purpose Rock! sports and entertainment hub, which has hosted Super Bowls, Baseball World Series, numerous rock concerts, and now, for the first time, Formula One. Well, it's certainly not sunny here in the Sunshine State. A lap of the Miami Grand Prix features 19 corners and 3.36 miles of track around the Hard Rock Stadium. But these conditions should prove especially difficult for all of our drivers today. Ja, Leute, ihr seht es. Rennen 5, ein komplettes Full-Wet-Rennen.
auf dem neuen Miami Street Circuit ums Hard Rock Stadium. Und ja, wie gesagt, fahren jetzt wie in Folge 4 in die Starting Slot rein. Ins Grid rein, Entschuldigung. Slot-Spiel macht süchtig. Boom! Steht optimal drin, das ist herrlich. Rennen 5, let's go, full wet. Gehen wir sofort rein ins Getümmel. Gasly jetzt hinter uns, wir sind in den Punkten. Erste Runde sehr, sehr gut gemacht am Start. Sehr, sehr eng hier. Warum hat Alonso da auf einmal Platz gemacht? Ah, jetzt sind wir auf jeden Fall auf P9, haben uns jetzt irgendwie vorgearbeitet, obwohl eigentlich hätte Alonso da gar nicht vom Gas gehen müssen, aber naja. Oh, Alonso kommt! Wir zu kämpfen. Boah, haben wir zu kämpfen hier. Halleluja, aber PC können wir gerade so halten, das ist noch gut. Hier hätte uns auch mal eben Platz machen können. Aber der Alpine ist auf der Geraden einfach schnell. Hey, er turnt einfach hin! Oh, da kommt er zurückgeschossen. Da hat aber ein Altmeister gesagt, nix da. Oh, hier im Regen, das ist echt schwer. Aber so langsam bildet sich ein bisschen eine Linie. Vielleicht müssen wir das auch ein bisschen in Bedacht halten. Und vielleicht auch die Intermediates aufwechseln. Wer weiß, was passiert. Ich hab's gerade gesagt. Alonso zieht auf jeden Fall jetzt gerade davon. Ja, aber wir können es wohl ganz nicht ein bisschen absetzen. Zumindest kommt ein Regenbattle mit Alonso hatte ich aber auch noch nicht. Auch in F1 2021 nicht. Also jetzt macht er mir auf jeden Fall richtig einen vor. Wir sind natürlich auch ordentlich am Pushen hier. ERS ist schon leer. Jetzt können wir uns ja wieder an Alonso ranarbeiten. Vielleicht können wir uns ja wieder an Alonso ranarbeiten. In der Schikane kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut absetzen von den Alpha Tauris. Die kommen da nicht so durch. Die sind da anscheinend nicht so wendig wie wir. Aber hier auf der Geraden verlieren wir richtig viel. Okay. Alter, das ist aber auch hier. Man spielt ehrlich am Limit. Man spielt wirklich, wortwörtlich am Limit. Wir haben gerade mächtig Zeit auf Alonso gut gemacht in Sektor 2. Und der Himmel bricht ein bisschen auf, beziehungsweise die Wolken lichten sich ein wenig. Aber hier in Sektor 1 und 3 macht er uns natürlich einen vor, der Alonso. Aber wir fahren hier gerade auch wirklich echt, echt sehr, sehr stabil auf P10, ne? Schon sehr, sehr stark. Boah, das ist immer, immer sehr, sehr viel Kontrolle, die du haben musst. Hier übers Auto. Das finde ich dieses Jahr sehr, sehr nice.
Das ist nicht einfach so stumpf, du kannst die Linie fahren und alles. Muss schon ein bisschen manchmal die Reifen auch nass halten und abkühlen lassen. Boah, da hatten wir sehr, sehr lange Wheelspin. Aber wir haben jetzt sehr, sehr viel Zeit auf Gasly gut gemacht. Das ist schon mal gut. Charles Leclerc ist ausgeschieden. Puh, Charles Leclerc ist ausgeschieden. Oder rausgeflogen. Eins vor beiden auf jeden Fall. Das heißt, wir sind auf P9 gerade. Und vor unserem Teammate. Besser kann es nicht laufen. Ja, auf Alonso wird es schwer. Die Alpinen sind einfach zu stark. Auf der Geraden hier auch. Die haben viel mehr Topspeed. Kommen auch viel mehr im Regen klar. Viel mehr bessere Aerodynamikteile. Einfach bessere Upgrades gebracht. Wobei wir gerade sehr, sehr gut gegen Alpha Tauri halt mithalten können. Und gegen Haas hier im Regen. Zumindest gegen einen Haas, den ich sehe. Ja, ich glaube, das wird ein komplettes Regenrennen. Also wir bleiben auf diesen Reifen. Ich müsste das nur ins Ziel retten jetzt hier. Wir werden jetzt nicht gamblen. Wir werden jetzt auf P9 auf jeden Fall nicht den Würfel schmeißen und drauf hoffen. So, auch drei Runden vor Schluss. Jetzt wird es auch noch mal intens. Weil der gute Gasly irgendwie ein bisschen näher rankommt. Jetzt wollen wir den 9. Platz auch verteidigen. Back-to-back Top 10 Platzierungen. Boah, was machen wir, wenn jetzt die vor uns alle in die Pits gehen? Ich glaube, keiner wird das Risiko jetzt noch eingehen und in die Box fahren. Ist halt auch echt wenig Spray noch drauf, ne? Sehr, sehr wenig Spray. Also wenig Regenwasser, was von der Strecke hochgesprüht wird. Weil jetzt in die Box zu fahren, du verlierst alle Plätze, alle. Ich springe außerhalb der Top 10 und mein Teammate auch. Oh, der Himmel bricht auf. Der Himmel bricht auf. Die Sonne kommt. Sehr, sehr viel offline fahren, weil da wahrscheinlich am meisten Regen noch liegt. Ah, schade, dass wir Alonso nicht mehr angreifen konnten. Schade, schade, schade. Sainz fährt da eine Runde nach der anderen raus. Aber in der Top 10 mit dem Alfa Romeo Back-to-Back bin ich erstmal zufrieden. Aber First Drive to Finish, das ist wichtig. Oh Gasly ist hier in dem ersten Sektor, ist der Tauri aber echt schnell. In diesen schnellen, wendigen Kurven, da ist er echt verdammt gut. Und 2,4 Sekunden, 2,3, 2,2, der kommt einfach besser aus der Kurve raus hier auf der Geraden. Er ist schon bei 2,0 Sekunden jetzt. Nicht, dass er uns noch angreift. Gasly kommt immer näher. Aber jetzt kommt wieder unser Teil. Diese langsamen und schnellen, langsamen Kurven. Sainz auch Back-to-Back-Win. Ja, da hat der Alpha Tauri echt Probleme irgendwie rauszukommen. Hat hier auf der Geraden aber einen wesentlichen Vorteil. Nur das sollten wir jetzt durch die letzten beiden Kurven hier ins Ziel retten. Wichtig. Wichtig da back to back. Boah. Anstrengendes Rennen, ehrlich. Und das als Rookie, ey. Neue Strecke, direkt mit Regen. Was eine Herausforderung, ey. Ja, gegen Russell sehen wir erstmal alt aus. Das ist auch einfach, weil Mercedes bombenstark ist im Gegensatz zu Alfa Romeo. Fahreranerkennung sind wir jetzt bei 4,5, kann ich grob mal sagen. Ja Leute, das war Folge 5, Rennen 5 in Miami. Full Wet Regen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like da, subscribe kostenlos zum Kanal, abonniert kostenlos, heißt das auf Deutsch gesagt. Entschuldigung an dieser Stelle. Und kommentiert für den Algorithmus. Wir sehen uns bei Folge 6.
Ciao, ciao.